Der Name Edgar Allan sagt mir sogar was. Ja, mir auch, aber ich kann ihn gerade nicht so richtig einordnen. Nein, nicht Intermission. Live Scene. So. So. Mal gucken, wo die liebe Gerda hier ist. Bin im ersten Stock. Du bist im ersten Stock. Dann gucken wir doch mal. Ja, also hier, Yauki, du warst ja jetzt schon längere Zeit nicht mehr hier. Hier hat sich ein bisschen was getan. Am Jamahal. Bist du oben im Garten? Nee, ich bin Ach, ich gerade. sehe dich. Bleib stehen. Hi. Hi. Knuddel, knuddel. Knuddeln Knuddel. für alle, wie immer bei uns. Grüß Ja, dich. na? Ah. Hast ja noch Ja. Full House, aber. Was? Hast ja noch Full House, aber. Ja, ich verstehe auch ganz schlecht. Die Mädels sind sehr munter drauf, was ich sehr schön finde. Ja, muss ja auch so sein, wohl. Und ja, dann, das kriege ich mal schon, ne? Ach, sicher. Ja, ich war beim letzten Stream, war ich noch im Dschungel Aha. und hab Setzlinge geholt. Ah. Und Ja. als ich wiederkam, war Ja. der Händler hier. Und hast Nautilus-Schnecken gekriegt, ne? Wie viele? Fünf. Aha, Mehr hat er cool. nicht getauscht. Und Man Seeglöckchen habe ich kann. zwei geholt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Man kann die auch angeln. Okay. Aber das wäre am besten, wenn man dann eine verzauberte Angel hat, sonst dauert es sehr lange. Ja. Ja, ich habe die Ja, einfach mal cool. zwei Stück mitgekauft von diesen Gürkchen, weil ich halt einfach nicht wusste, ist das jetzt was oder Ja. nicht. Ich habe diesen Händler noch getroffen. Ich war nämlich hier drin, um diesen Boden hier fertig einzuziehen. Und mit mir wollte er auch nicht tauschen, sonst hätte ich auch sofort welche gekauft. Ja. Ja, schön. Ja, ne? Dann kann man ja mal nach diesem Rezept für Unterwasser gucken. Wenn man mal wieder zum Unterwassermonument geht, Ja. kann man das bestimmt gut brauchen. Auch bestimmt, ja. Gibt ja jetzt auch unter Wasser andere Tempel noch, die man abbauen kann. Aber ich weiß mal nicht, wie weit, ob das dann auch spawnt in der Welt, die man schon entdeckt hat, oder ob es ist wie früher, die Chunks, wo du schon mal warst, sind alle noch nach dem alten Muster gestrickt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Dass du die neuen Sachen nur dass du da sehr weit laufen musst, um die neuen Sachen zu kriegen. Das wäre Ja. blöd. Naja. Ja, der Bambus oben ist gewachsen. Ja. Aber sag mal, wo habe ich denn die Setzlinge? Hast du die eingeräumt irgendwo? Das muss ich jetzt Ich habe keine. mal gucken. Ach oh, ja, da sind sie. Ach Weil, guck ja. mal. Versuch doch mal, die in Gruppen zu setzen. Hast du jetzt Setzlinge? Wie Setzlinge. Für Bambus. Nee, Bambus habe ich gerade nicht mit. Ach so. Du hast Dschungelbaum geholt? Genau, ich habe Dschungelbaum geholt und Ah, ja. da waren, hör mal, ich habe den Dschungel gerettet. Was Da hast war, du? ich habe den Dschungel gerettet. Da war, ich wollte gerade Holz hacken, ne? Und für Dschungelsetzlinge und ich denke, was knistert denn da so hinter dir? Da war so ein riesengroßer Lavasee. Da habe ich ganz schnell Ach. alles gefunden, was ich in die Finger kriegen konnte und habe diesen scheiß Lavasee zugemacht. Hatte Ja. und dann hat es nicht mehr gebrannt. Ich konnte also ab noch ein bisschen löschen können. Und da habe ich nicht gesehen, dass da noch eine kleine Lücke war. Ich denke, verdammt Ach nochmal, Gott. warum knistert denn jetzt schon wieder der
der Wald. Und ja, da habe ich dann noch schnell das dann zugemacht, bin dann zum Wasser gerannt und habe dann daraus Obsidian gemacht. Ja. Katastrophe abgewendet. Ja, stell dir mal vor, die ganzen schönen hohen Bäume. Waldbrandkatastrophe. Das geht doch nicht. Ja, eben, ne? Das geht ja immer weiter. Das setzt sich ja auch durchs Gras fort. Ja. Ja, nee, wird gut. Dann, ich finde den Bambus auch okay. Könnte mir sogar vorstellen, dass der in Grüppchen etwas dichter zusammensteht, so. Ist auch schön, dass er nicht gleich hochwächst, ne? Ja. Das finde ich gut. Gut. Wollen wir? Haben wir Lust? Oder? Ja, natürlich. Na dann. Kümmere ich mich mal unten um die unterste Etage. Wolltest du mit dem Boden anfangen? Ich wollte jetzt erstmal hier gucken. Und dann gucke ich mal, vielleicht noch die Räume unten weitermachen. Dann kann man ja noch mal braune Keramik reinschmeißen in die Öfen, ne? Ja, das können wir machen. Damit man die erstmal hat. Hattest du die unten reingetan? Ich hatte die unten in dem Öfen reingetan, ja. Okay. Steffi rettet den Dschungel, ja. Ja. Muss doch sein. Wie schnell Bambus wächst, das ist ja echt der Wahnsinn, ey. Ja. Ist ja noch nichts an Bambus. So, jetzt gucken wir gleich mal, wie das dann aussieht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Yogi, was kann ich dir hier zeigen? Der Jamahal, oder den Jamahal, den haben wir ja kleiner gebaut, als der im Original ist. Ich glaube, das reicht auch vollkommen aus. Ja, letzte Woche habe ich hier angefangen, das schon mal schön aufzuteilen. Ich hatte hier den Brunnen gebaut. Muss ich ein bisschen rumtricksen, aber das geht. Das ist okay. Ja, die Fläche grün zu bekommen hat auch echt lang gedauert. Da hatten wir mit der Silk Touch, mit der Spitzhacke. Gras unten abgebaut und dann immer hier so einzeln hingesetzt, damit das überhaupt hier grün werden kann. Ja, zwei Türmchen hier vorne sind auch schon fertig. Die haben auch schon ein Dach oben drauf. Die liebe Gerda hatte außerhalb der Aufnahme den Boden hier reingezimmert. Ist auch schon richtig cool geworden und hat hier auch schon die Säulen so ein bisschen markiert, wo die hinkommen. Ja, dann muss es halt weitergehen langsam. Ja, ne? So, hier haben wir schon die ersten Räumchen. Hier kommen auch noch Räume rein. Da werde ich mich... Boah.
gleich drum kümmern. Na, hier hat man entweder so kleinere Räume. Das ist ja jetzt neu in Minecraft hier mit den Laternen heißen die, ne? Ja, Laternen. Das sieht echt gut aus. Ja, danke schön. Na, und so haben wir dann unterschiedliche Räume. Hier ist eine Dusche zum Beispiel drin und so. Ne? Mit einem kleineren Kleiderschrank. Hier könnte man auch noch einen größeren Kleiderschrank hinmachen. Und hier ist hoch. Warum fehlt hier ein Klotz? Das stimmt aber nicht ganz. Ja, hier ist eine Luxus-Suite, die man buchen kann. Schön mit einem Kamin. Und einer XXL-Badewanne, wo man sich reinlegen kann. Ja, wir hatten gedacht, dass wir den Jammerhall als Hotel quasi machen. Die gehört mir. Gerda, wir haben schon einen Gast. Ja, ich will auch gerne hier Urlaub machen. Wir haben schon einen Gast. Mach mal mit, Steffi, wenn er fertig ist. Ja, auf jeden Fall. Jauki hat sich für die größte Suite entschieden. Aber die Suite kostet halt auch 10.000 Euro. Die Nacht. Aber das hast du doch locker, oder? Dafür hast du hier richtig schön pompös und na, Sigi. Okay. Da sagt er na, Sigi. Alles klar. Ja, und ja, das ist das, was wir bisher haben. Für Freunde gibt es Sonderpreise. Verstehe gerade nicht zwingend Party. Ja, ist ja schon Sonderpreis, ne? Normalerweise würde dir 15.000 Euro die Nacht kosten. Und weil es Yaugi ist, ist das nicht ganz so teuer. Einfach mal 10.000 kann man mal machen. Ja, nur ist ja auch Luxus, ne? Huch. Na, also in so einem Jammerhall. Wer möchte da mal nicht übernachten, ne? So. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier gemacht habe. Hier soll auch noch ein... Ich will mal überlegen, kommt hier auch noch ein Zimmer hin oder lassen wir das hier offen? Nee, ich glaube, ich habe eine andere Idee, was ich hier hin mache. Ich muss sowieso noch Material holen, deswegen. Ach ja. So. Halt, stopp. Ich muss, glaube ich, mir mal ein bisschen Erde holen. Und vor allen Dingen brauche ich Sandstein. Yaugi, immer! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Vielen Dank!
Dankeschön. Du. Spendest der da mal eben 20 Euro. Du bist da echt bekloppt, bist du. Du. Genau du da. Ja, mit dir rede ich gerade, Yogi. Genau du. Doch nicht machen. Scheiße, haben wir hier Sandstein. Uiuiui. Ja. Wie macht man jetzt hier noch mal diesen glatten Sandstein mal dazu? Jawohl. Hab schon. Hat funktioniert. Wie ging das? 4 Stück zusammen? Genau. Okay. Vier Sandstein. Also, na. Wenn du im ganz normalen Handwerkmenü bist, musst du das einmal ausfüllen. So. 2 mal 2 im Prinzip. Jödele. Dann müssen wir noch mal ein Stückchen weiter hoch. Alter, dieser Höhlensound, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Ich finde den einfach viel zu gruselig. Ich habe mich auch leicht verjagt. Ja, ich weiß nicht, was Mojang da. Oder ist er eigentlich. Ist das noch Mojang? Ist ja an Microsoft verkauft worden, ne? Obwohl, ist ja eigentlich trotzdem noch Mojang, wenn mich nicht alles täuscht. Der Firmenname ist erhalten, ja. Habe gerade eben nochmal nachgeguckt. Das ist für 2,5 Milliarden verkauft worden Okay. an Microsoft. Stolzer Preis. Ja, ist wirklich ein stolzer Preis. Aber ich finde es schade, dass Notch das gemacht hat. Ja. Ich kann aber auch verstehen. Ja. Also ich stelle mir das nicht so leicht vor. Muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, das hätte mir auch Angst gemacht. Ne? Ja. Ach Ich auch Mann. ein bisschen. Hast du noch ein bisschen Thunfisch? Thunfisch? Und auf meine Pizza. Ich werde gerade gefragt, was ich auf mein Pizzastück haben will. Ah, oh lecker!
Nee, Zwiebeln nicht, aber Oliven. Nee, im Moment nicht. Ja, und Käse. Ja. Normalen, unseren normalen Käse. Keine Zwiebeln. Oliven. Jo. Ich komm da mal rum, Gerda. Ja, okay. Weiß nicht, ob was übrig bleibt. Dann müssen wir eventuell ein zweites Blech machen. Ja, der passt doch. Genau. Hä, die Deckenhöhe ist doch eigentlich gleich. Ach, ich bin bedeppert. Es geht nicht auf mit den Säulen. Was machen wir jetzt? Zwei, drei, vier, Du meinst es von der Symmetrie? fünf. Ja, ich habe hier immer Fünfer Abstände unten dazwischen. Ja. Jetzt habe ich eine, da sind vier. Fällt das auf? Jetzt mal so dumm gefragt. Ich setze die dann an den Rand, dann fällt es nicht auf. Ja, gerne. Wenn ihr habt. Dann kommst du hier eins weiter an den Rand. So. Da können wir doch mit Sicherheit ein bisschen fudeln. Da fudel ich jetzt ein bisschen, genau. Genau, mach doch mal. Der Zocker, hi, schön, dass du da bist. Guten Abend. Ich hatte leider beim letzten Mal zu spät gesehen, dass du geschrieben hattest, der Zocker. Weil ich hatte letztes jetzt, ich weiß gar nicht, wann du mir geschrieben hattest, aber da habe ich The Witcher von meinem Brüderchen gesuchtet. Und da habe ich das überhaupt nicht mitbekommen, als du mir geschrieben hattest. So. So. Zack. Oh, da höre ich die Gerda. Was? Kuckuck. Huhu. Du reißt hier die Löcher rein. Ja. Ich mach's auch wieder zu. Pass auf. Wupp. Ah, ist sie weg. Bin nicht weg, ich bin nur woanders. Dein ist gut. So, das hier werden wir wiederholen. Hier tutti completo durch. Jetzt muss ich nur wissen, in welchen Abständen die liebe Gerda das gemacht hat. Dafür gucken wir jetzt mal auf der anderen Seite. Nee. Da sind drei dazwischen.
Ob ich da so hinkomme, weiß ich noch nicht. Und dann wäre das ja jetzt schon hier. Und ich habe keine Dingens mehr. Doch, ich tue das in die Mitte. So. Sandstein. Bye. Le Sandstein. So. Na, das heißt, wir hätten dann hier das so. Und dann kommt dann da dieses Glas wieder rein. Huch. So, dann haben wir eins, zwei, huch, drei. Gucken wir mal. Das heißt, das wäre hier. Dann machen wir das anders. Da tricksen wir jetzt mal gerade ein bisschen. So. Machen wir das so. Und da kommt dann noch Dingens rein. Jetzt haben wir hier leider keine Mitte, aber naja, ist nicht so schlimm. So. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Das brauchen wir. So, hier könnte man rein theoretisch gesehen auch noch einen Ausgang machen. Das wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Habe ich? Nein, habe ich natürlich nicht. Das, was ich brauche, habe ich grundsätzlich mal nicht mit. Habe ich auch nicht mehr hier drin. Habe ich hier hinten eigentlich noch Sandstein drin gehabt? Nö, wofür auch? Wie kommst du eigentlich mit dem neuen Slops zurecht? Ganz ehrlich, ich habe es gerade nur aktualisiert und habe die Aufnahme gestartet. Ich habe mich ehrlich gesagt noch gar nicht damit befasst, weil ich halt auch nicht gesehen habe oder gewusst habe, dass die ein Update wieder reingebracht haben. Ja, also was ich halt cool finde ist, also ich bin ja immer in diesem Editor drin, nie in der Live-Aufnahme, weil ich das in dem Editor einfach besser oder übersichtlicher finde, für mich persönlich. Und was ich jetzt cool finde ist, da steht Mini-Feed, ja, also das, was du bei der Live, beim Live eigentlich hast, hast du da jetzt auch drin. Ne? Und da sehe ich zum Beispiel vor 14 Minuten, dass du uns 20 Euro gespendet hast, ne? Hier ein Teil schon mal für die Suite. Ja, habe ich gar nicht gesehen. Ach, das steht auch, glaube ich, hier so gar nicht mit bei dann, ne? Auf jeden Fall, also das sieht man jetzt, das finde ich persönlich sehr gut. Boah. Und ansonsten fällt mir jetzt großartig nichts Neues auf, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Doch, das stand im Stream auch drin. Okay, das habe ich dann nicht gesehen. Das kann vielleicht sein, weil von Minecraft die Bar hier unten ist, dass ich das deswegen nicht so gesehen habe. Das kann natürlich sein. Oh,
Ja, ansonsten ist mir nicht viel Neues aufgefallen. Was ich aber wohl gesehen habe, das war, glaube ich, gestern bei einem größeren YouTuber. Der hatte auch drüber gesprochen. Und man kann jetzt wohl die Aufnahme auch anhalten. Also das Spiel läuft ganz normal weiter. Die Aufnahme ist nur kurz pausiert quasi und läuft dann direkt weiter. Scheint wohl auch so funktioniert zu haben. Ich glaube, das ist auch ein neues Feature von OBS. Ja, und ansonsten muss ich halt mal gucken. Das hast du auch gehört. Ja, gucke mal. Haben wir beide so die gleichen Quellen, ja? Ja, und ansonsten wüsste ich jetzt. Ja, war da mal sowas von. Ja, voll cool, ey. Dann kannst du doch aufhören. Kannst du doch aufhören. Ja, und ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, was noch neu ist. Vermagen sprach der Blinde und verschwand hinter einer Wand. Nein. So, was ich jetzt hier hin machen möchte, ist, ich hatte erst ursprünglich überlegt, hier auch noch ein Zimmer reinzuziehen. Das werden wir nicht machen. Hier kommt jetzt eine riesengroße Sofalandschaft hin. Also wirklich mit riesengroß meine ich riesenscheiße groß. Ja, hier habe ich noch einen kleinen Durchgang jetzt hier reingemacht, damit man nicht nur von der Treppe reinkommt, sondern auch von hier. So, meine Bastelbank nehme ich mal wieder mit. Und ja, das habe ich mal halt so überlegt. Hier den Raum, den müssen wir auch noch schön auskleiden. Oh, ja, muss ich auch noch machen. Upsi. Hier fehlt noch Wasser und das ganze Zeugs. Ja, also den Raum müssen wir fertig machen und den, aber das geht ja eigentlich recht fix. Ja, und dann habe ich hier gedacht, machen wir eine richtig coole Lounge hin. Und da bin ich auch mal überlegen, ob ich, welche Farbe ich da nehme. Ob ich jetzt bei diesen Erdtönen oder ne, bei diesen Orange oder bei den warmen Tönen, sagen wir mal so, bleibe. Oder ob ich nicht einfach mal sage, hey, da kommt jetzt mal irgendwas Türkises rein oder was Hellblaues oder irgendwie sowas. Das weiß ich gerade noch nicht. Wobei ich glaube nicht, dass das geil aussehen wird mit dem Orange.